Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Dieses Mal geht es um ein Horror-Adventure, was mit dem RPG Maker 2000 erstellt wurde, beziehungsweise ein Remake dessen. Es handelt sich um Dreamland R Final Mix. Ich habe damals das Original gespielt und fand es damals ziemlich klasse und auch die zwei darauffolgenden Teile. Allerdings ist das schon längere Zeit her und ich weiß leider nicht mehr so genau, was da alles drin vorkam. Und jetzt die Neuauflage davon, die existiert zwar auch schon etwas länger, aber ich habe die bisher nicht wirklich gespielt. Und von daher bin ich darauf sehr gespannt. Und ich freue mich, dieses Spiel mit euch und für euch spielen zu können. Einigen dürfte ja bekannt sein, dass ich schon angekündigt habe, einen RPG-Maker-Titel zu spielen. Und hier ist er. Das ist das Spiel, was ich ausgesucht habe. Und ich wünsche euch nun viel Spaß. Achtung, dieses Spiel enthält Szenen intensiver Gewaltdarstellung und behandelt unter anderem das Thema des sexuellen Missbrauchs. Es wird empfohlen, dieses Spiel mit Kopfhörern zu spielen. Intro überspringen? Nein, liebe Freunde, wir wollen uns das Intro natürlich gerne antun. Deswegen sagen wir nein. All is empty and all the devils are here. William Shakespeare, The Tempest. Judo presents Dreamland R. Nein! Das war ein wenig zu schnell. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Verdammt, geh auf! Verschwinde! Lass mich in Ruhe! Ich habe es doch noch einmal getan! Ich bin schon hier, Schatz! Nein! Verschwinde! Da wurde er wohl abgemurkst. Seiner Ehefrau oder sowas in der Art. Eine geisterhafte Gestalt hat den armen Mann ermordet. Wer weiß, was er getan hat. 12. August. Der wohl schrecklichste Tag in meinem ganzen Leben. Mein Name ist Brad Collins und ich bin, beziehungsweise war, Redakteur beim Max Brooks Magazin. Ein Magazin, das sich mit sozialkritischen Geschichten diverser Genres beschäftigte, welche von Ausgabe zu Ausgabe variierten. Doch man hätte es wohl ahnen können, unser Magazin verkaufte sich schlecht. Bereits nach 4 erschienenen Ausgaben war klar, dass die Einnahmen die Produktionskosten nicht annähernd decken würden. Der Verlag würgte uns kurzerhand ab und unser ganzes Team saß auf der Straße. Heute war der letzte Tag, an dem wir Zugang zum Büro hatten.
Ich und Carol waren die Letzten im Büro. Wir kannten uns schon aus alten Kindertagen, studierten zusammen Jura und brachen auch zeitgleich ab, ohne uns zu beeinflussen. Gemeinsam zogen wir durch das Land, von Stadt zu Stadt, jobbten mal als Lageristen, mal als Kellner oder auch als Kuriere. Der Job als Schreiber bei einem Bekannten von Carol kam uns somit sehr gelegen. Das Vertrauen, das in unsere unerfahrene Hände gelegt wurde, bereitet mir noch immer Gänsehaut. Nichtsdestotrotz gab es immer wieder auch Konflikte. Carol hatte die unangenehme Begabung, jedes Mädchen zu erobern, welches sich vergöttern vermochte. Bis heute ist es mir ein Rätsel, wie er das schaffen konnte. Zumal er bei weitem nicht der gepflegteste und gutaussehendste Zeitgenosse ist, den ich kenne. Ja, sowas kenne ich. Brad? Was denn? Nun, du kennst Sheila, oder? Du meinst diese aufgetackelte Tussi, die Tussi, die selbst fürs Einkaufen aufgedonnert ist wie eine billige Bordscheinschwalbe? Ja, Sheila. Was ist mit der? Nun, sie hat mir davon erzählt, dass, dass Evelyn ihr Kind verloren hat. Woher hat sie das? Evelyn soll es ihr kürzlich erzählt haben. Was? Hat Evelyn erzählt? Sie meinte, dass sie beim Putzen angeblich vom Stuhl mit dem Bauch auf dem kleinen Telefontisch gefallen ist. Und weiter? Du solltest das doch am besten wissen. Ich wollte dich ja fragen, ob die Sache wahr ist. Ja, stimmt. Sie hat das Kind verloren. Das tut mir leid, Brad. Wirklich. Ja, danke. Was macht sie eigentlich den ganzen Tag? Sheila meint, sie sehe sie nur abends beim Einkaufen. An das Telefon geht nie jemand. Sheila redet zu viel. Ich kenne sie nicht, also soll sie sich an meinen Angelegenheiten raushalten. Vielleicht sollte ich ihr heute Abend eine Kiste Cola mitbringen. Sie liebt Cola über alles. Ist das nicht ein wenig billig? Sie ist meine Freundin und nicht deine. Ja, ist ja schon gut. Du brauchst dich nicht gleich aufregen. Reg mich doch gar nicht auf. Ja, okay. Als ich neulich bei ihr war, wirkte sie sehr traurig. Aber zeitgleich auch ziemlich erfreut über meinen Besuch. Vielleicht sollte... Wann warst du bei uns? Letzten Dienstag, als du abends unterwegs warst, um diese ominösen Bonito-Flocken zu kaufen. Auf jeden Fall... Wir waren gerade in unser neues Haus umgezogen. Sagt der Brad, Entschuldigung. Wir waren gerade in unser neues Haus umgezogen. In der Hoffnung, mit dem neuen Job ein neues Leben anfangen zu können. Naja, es hatte sich jetzt ohnehin erledigt. Doch bereits als ich durch die Eingangstür schritt, wusste ich, dass etwas anders war als sonst. Dieses seltsame Gefühl. Schatz, ich bin wieder da. Schatz? Schatz? Ich wusste genau, was sich da oben abspielte. Deswegen tat ich es mir auch nicht mehr an, nachzusehen. Der Arm. Ich war vollkommen alleine. Es gab niemanden, an den ich mich hätte wenden können. Meine Freunde, meine Verwandten, sie alle waren weit weg. Frustriert und verstört, versunken im Gefühl der Einsamkeit und der Ausgeschlossenheit, ging ich ziellos in die Innenstadt. Doch wie das Schicksal es zu wollen schien,
habe ich dort auf Ruben und seine Bluthunde. Ruben war ein Bilderbuch-Mexikaner, der an der mexikanischen Grenze aufwuchs und in der Großstadt versuchte, sein antisoziales Verhalten mit Hugo Boss und Max zu kompensieren. Es funktionierte genauso wenig, wie man versucht, den blutigen Konflikt zu umgehen. Jetzt ist es genug, Tasso. Ich glaube, der hat genug. Jawohl, Boss. Also, du schwuler Schwanzlutscher. Wag es ja nicht hier noch einmal ohne mein Geld aufzukreuzen, klar? Sonst werden meine Leute dir hier deinem Körper ein neues Aussehen verpassen. Lasst uns gehen. Ich hatte nichts mehr. Weder Hoffnung noch Zukunft. Nichts. Ich ging stundenlang die Straße hinab. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo ich war. Aber das war mir irgendwie auch egal. Ich ging und ging und ging. Irgendwann kam ich schließlich zu einer Kneipe, die am Straßenrand lag. Und ich betrat sie, was sich als fataler Fehler herausstellen sollte. Das ist doch eine fröhliche Musik. Den ganzen Abend lang dachte ich nur daran, wie es wohl weitergehen sollte. Ich dachte daran, in eine andere Stadt zu ziehen. In ein anderes Land zu gehen, vorerst bei Freunden unterzukommen. Doch irgendwie konnte ich mich von meinem alten Leben nicht trennen. Doch plötzlich. Los, pack dein ganzes Geld in diesen Beutel hier. Mach schon! Was ist mit dem anderen Kater? Knall sie ab! Und nehmen ihnen dann ihre Brieftaschen weg. Keiner von ihnen darf entkommen. Als ich wieder aufwachte, war ich der einzige Unverletzte. Es glich einem Wunder. Ich stand auf und erblickte das grausame Blutbad, das die Banditen angerichtet hatten. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Wie viel Zeit war vergangen? Sekunden, Minuten, Stunden? Um mich herum waren keine Sirenen zu hören. Die Leichen lagen regungslos auf dem blutdurchdringten Teppich des Lokals. Ich schritt vor die Tür und erblickte vor mir tiefe Finsternis. Ich konnte mich nicht mehr entsinnen, jemals an einen solchen Ort gegangen zu sein. Wie blind muss ich bei meiner nächtlichen Odyssee gewesen sein? Mit einem Mal entschloss ich mich, in die Finsternis hineinzuschreiten. Denn eine kaum erklärbare Wärme zog mich nahezu in sie hinein. Und ich ging und ging, bis ich auf die Hauptstraße einer fremden Stadt stieß. Ich hatte nie von einer Stadt in den Wäldern gehört, doch sie stieß eine Wärme aus, die mir das Gefühl gab, fest und innig mit ihr verbunden zu sein. Und hier stehe ich nun, mitten auf der Straße an einem fremden Ort, in dem es, nachdem ich die Dunkelheit hinter mir gelassen habe, zur dunklen Nacht dämmert. So, liebe Freunde, jetzt haben wir endlich mal die Kontrolle über Brad. Oh, weia, was der alles erlebt hat. Er wurde verprügelt, seine Frau
beziehungsweise seine Freundin hat ihn betrogen. Und dann überlebt er auch noch einen bewaffneten Überfall. Also an seiner Haut möchte ich echt nicht stecken und ich kann da echt mitfühlen, jedenfalls was seine Freundin betrifft. Also ganz ehrlich, ey, sowas wünsche ich keinem. Jetzt gucken wir uns hier mal um, wie das hier weitergeht. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Wie gesagt, ich hatte das nur mal kurz... Oh, war ja, da wurde eine Leiter hineingezogen, dieses blutige Loch. Blut. Was ist hier bloß geschehen? Bis hierhin, ab hier weiß ich schon gar nicht mehr, was hier überhaupt passiert. Von innen blockiert. Aber war ja eine lange Blutspur. Oh, Freunde, was ist hier bloß passiert? Mein Gott. Was war das denn für ein Geräusch? Mehr verstecken. Ist das gruselig. Diese Stimme, ey, diese Tonlage. Die weg. Was war das eben? Irgendwas stimmt mit dieser Stadt nicht. Ich denke, ich sollte schnellstens von hier verschwinden. Oh ja. Red. Das war doch... Red. Evelyn. Evelyn ist hier. Red. Aber Evelyn, was zum... jetzt da? Nein, hier ist nichts. Also ich muss ja schon sagen, ich bin echt erstaunt, dass hier tatsächlich Szenen gesprochen werden. War jetzt nicht die Dialoge, aber ihr habt es auch gerade gehört, oder? Alter, das finde ich richtig creepy, aber auch richtig cool gemacht, weil normalerweise ist ja in den RPG-Maker-Spielen überhaupt gar nichts gesprochen. Also das ist jetzt auch das erste Spiel, bei dem ich das so sehe, beziehungsweise höre. Folgen wir mal der Blutspur. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da weiterkommen. Vielleicht finden wir da sogar Evelyn. Evelyn ist ja die Freundin von Brad. Lässt sich nicht öffnen. Oh Gott. Evelyn! Das kam aus dem Westen. Dann mal schnell hin. Oh, aber ja, hoffentlich ist hier nichts passiert, obwohl wir uns betrogen. Ein Herz. Oh Gott, es schlägt. Oh. Nein, das. Boah. Okay, das Spiel scheint auch ein bisschen zu schocken. Oh, bist du okay? Ja, alles in Ordnung. Wir haben echt Glück gehabt, dass wir die Schießerei überstanden haben. Grenzt an ein Wunder. Wunder? Zäh. Komm, reiß dich zusammen. Wir sind auf dem besten Weg in die Sorgenlosigkeit. Sorgenlosigkeit. Oh, Entschuldigung, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Also ich glaube, er soll das Geld nachzählen. Augenblick. 100? Ja, jetzt zählt das Geld nach. 200? 1000? Verdammt! Was? Reicht es etwa nicht? Uns fehlen noch 500. Oh Mann, wo sollen wir die jetzt so schnell hernehmen?
Woher soll ich das wissen? Wann will er uns nochmal treffen? Um Mitternacht im Pianissimo. Das bedeutet, wir haben nicht einmal mehr eine Stunde. Wie kommst denn du auf den Quatsch? Es ist doch noch nicht einmal dunkel. Es ist genau 23.07 Uhr. Ich habe meine Uhr, bevor wir losgehen, extra noch einmal kontrolliert. Merkwürdig. Überhaupt, was ist das eigentlich für eine Stadt? Ich wusste nicht, dass es hinter den Wäldern noch eine gibt. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie bin ich dieser Stadt eigenartig. Dieser Geruch hier wirkt so falsch. Falsch? Du redest Schwachsinn. Aber warte mal, mir ist gerade eine Idee gekommen. Als wir in die Stadt kamen, gab es eine Gabelung. Wir sind nach Osten gegangen, doch es führten auch noch Straßen nach Westen und nach Norden. Diese Stadt gleicht einem Friedhof. Niemand scheint hier zu sein. Wir brauchen noch 500. Und hier sind eine Menge Apartmenthäuser. Du meinst, wir sollen die Häuser plündern? Klar, was denn sonst? Du gehst nach Westen und durchsuchst die Häuser dort. Ich nehme mir die hier im Osten vor. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns in der Stadtmitte und schauen uns gemeinsam die übrigen Häuser an. Vorausgesetzt, wir haben bis dahin nicht ohnehin schon genug Geld zusammen. Okay. Aber was ist, wenn die Zeit bis dahin schon abgelaufen ist? Willst du hier lieber warten und nichts tun? Die Sonne scheint, das ist in meinen Augen aussagekräftiger als irgendwelche Nummern auf deiner scheiß Armbanduhr. Jetzt tu, was ich dir sage, Mann. Hast du kapiert? Ja. Kann man den abknallen? Oh. Soll aber nicht so funktionieren. So, Leute. Wir haben jetzt die Kontrolle über Seth übernommen. Und wir sollen die Apartmenthäuser plündern. Irgendwie scheint Carter der Boss der beiden zu sein. Aber das, liebe Freunde, das werden wir in der nächsten Folge tun von Let's Play Dreamland R Final Mix. Bis dahin und tschüss.